Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein aufgebraucht Video für euch dabei, denn das wird mal wieder Zeit. Seit 2-3 Monaten sammle ich meinen Müll und heute zeige ich euch, was davon top oder flop ist, was ich nachkaufe oder was ich überhaupt nicht mehr nachkaufe. Meistens sind das natürlich alle Dinge, die ich auf jeden Fall wieder nachkaufe, weil sonst würde ich es mir nicht kaufen. Aber es sind bestimmt auch wieder Sachen dabei, die ich ausgetestet habe, wo ich noch nicht wusste, ob sie gut sind oder nicht. Und das werden wir jetzt mal eruieren, meine Liebe. Und zwar habe ich eine ganze große Tasche voller Müll. Und da greife ich jetzt einfach rein, tue die mal neben mich, greife ich rein und zeige euch, was hier zum Vorschein kommt. Als allererstes, was ich sehe, ist Pril Original Spülmittel, 900 Milliliter, und ja, das ist ein großer Favorit von mir, den kaufe ich immer wieder nach, ist auch schon nachgekauft, also das ist alle gemacht. Dann habe ich alle gemacht von Isana, Feuchtigkeitskonzentrat Hyaluron Booster, so eine Ampullen, und Leute, ich liebe die Teile, ich schwöre auf die, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 für eine Woche. Ich zeige euch mal hier, wie die leer aussieht. Ja, da macht man das halt, sich das ins Gesicht, morgens halt das vornehmlich gemacht, und dann ist die Haut richtig gut mit Feuchtigkeit getränkt sozusagen, und der Duft dieser Teil ist auch toll, also auch das eine große Empfehlung, wärmste Empfehlung, wer auch Ampullen so liebt wie ich, ist damit garantiert gut beraten. Dann hat die Kira leer gemacht von Wolf of Wilderness. Blue River Trockenfutter. Wir haben ihr das nicht als Trockenfutter im herkömmlichen Sinne gegeben, sondern haben das als, ja, als Leckerli sozusagen. Ne? Wir, dass man muss ja da so ein bisschen aufpassen, dass der Hund halt nicht in die Breite so sehr wächst. Und wenn du immer Leckerchen bei irgendwelchen Schnüffelspielen oder was gibst, dann ist das halt schwierig. Und deswegen greifen wir da auf ihr normales Futter zurück. Das hier ist mit frischem Hühnerfleisch und Lachs, Waldbeeren, Wurzeln und Wildkräutern, und das duftet natürlich. Und da war sie ganz wild hinterher. Also das hat sie geliebt. Das ist mit 40% frischem Fleisch, hochwertigen Protein, getreidefrei, obwohl so getreidefrei immer so eine Sache ist. Ne? Denn ich habe letztens erst wieder gehört, und das hat sich mir total gut erschlossen, dass wenn Hunde beziehungsweise streunende Hunde, die draußen tatsächlich nur irgendwas reißen müssen, ist ja das, was sie zuerst fressen, eben der Magen ihrer Beute. Und da ist ja meistens Getreide drin, ne? Wenn sie Nager oder irgendwas reißen. Und naja, also das ist halt so eine Sache mit dem Getreide, keine Ahnung. Bei Kira ist es Tatsache so, dass sie anfängt sich zu kratzen, wenn sie mit Getreide frisst. Deshalb achte ich darauf, dass sie nicht so viel Getreide hat. Oder am besten gar keins. Ja. Sehr cooles Futter hat uns die liebe Sassi geschickt. Sassi, dickes Herz. Schon von der Kira, ne? Die Kira hat es geliebt. Ja, dann hatte ich ja von Action von Pedigree Jumbone mitgenommen. Da habe ich jetzt heute direkt, das letzte war so ein, naja, sag mal noch so ein Krümelchen. Der Teig jetzt weggeschmissen. Also das ist offensichtlich nicht so ihr Favorit, und das kaufen wir auch nicht mehr nach. Dann habe ich ja noch in meinem Vorrat Wattepads, weil ich ab und zu schon noch mal welche brauche, um, wenn ich mir Toner oder was ins Gesicht mache und mir mein Gesicht abreinige, dann ist so ein Wattepad schon gar nicht so verkehrt. Deshalb habe ich jetzt einmal alle gemacht, 40 Maxi Wattepads von Isana, die Rossmann Wattepads, mit denen ich übrigens richtig zufrieden bin. Die sind echt toll. Ich glaube, die sind am Rand sogar genäht. Das waren, glaube ich, die Isana-Teile. Ja, aber mein Wattepad-Konsum hat sich wirklich, naja, ich würde mal sagen, zu 90% verringert. Ne? Es ist nur noch ganz selten, dass ich mir welche nachkaufen muss. Aufgrund meiner ja, Skincare-Routine, meiner koreanischen Skincare-Routine von Yepoda. Genau. Also es hat halt tatsächlich auch noch einen nachhaltigen Effekt. So, die sind leer,
Und dann habe ich noch leer gemacht von Tuft Power Full Age Haarspray in der Stärke 5 von 5. Ja, das ist. Also, ist schon extrem stinkendes Haarspray und ich habe jetzt gerade was anderes in der Benutzung und werde jetzt erstmal eine ganze Weile von diesem Tuft Haarspray absehen, weil das andere von Wella, glaube ich, habe ich da. Finde ich im Moment viel, viel besser, auch vom Duft her. Also hier, da rümpfst du gleich die Nase und denkst dir, oh, nee, geht gar nicht. Und von dem Wella, was ich da habe, ist es eher so, dass du denkst, oh, es riecht aber ganz angenehm. Also wenn Haarspray angenehm riechen kann. Ne? Der Uwe hat leer gemacht, Vorteilsgröße von L'Oreal, Elvital Tonerde Absolue Shampoo, klärendes Pflegeshampoo mit ausgewählten Tonerden gegen fettigen Ansatz und trockenen Haarspitzen. Und er ist so begeistert davon, dass wir das immer nachkaufen. Er hatte ja am Anfang immer, was heißt am Anfang, er hat jahrelang Head and Shoulders genommen und ja, irgendwann haben wir mal gehört, dass das für die Kopfhaut gar nicht so gut ist. Und dann haben wir das halt sein lassen. Und da habe ich jetzt dieses Elvital, wie war das, Tonerde Absolue geholt und er ist hellauf begeistert. Hat keine fettenden Haare, jedenfalls nicht mehr so schnell. Er muss nicht mal jeden Tag waschen, alle 2 Tage reicht. Und das ist schon ein Fortschritt. Und schuppig ist es auch nicht mehr, das Haar. Alle top. Also wer auch unter Schuppen leidet, dicke Empfehlung. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht hilft das ja dann bei euch auch. Dann habe ich mir von Action ja mitgenommen diese Gesichtssonnencreme von Zenova. Ski Lichtschutzfaktor 50. Das habe ich gerade im Gebrauch. Ist noch nicht aufgebraucht. Der erste Eindruck, naja, eine Woche oder was nehme ich das jetzt, ist sehr gut. Also noch kann ich mich da nicht beschweren. Dann hat die Kira leer gemacht, auch wieder von Wolf of Wilderness. Wo steht denn das? Soft. Mit frischen Hühnchen und Süßkartoffeln. Ja. Ist auch Trockenfutter gewesen. Hat sie auch geliebt. 350 Gramm waren hier drin. Ich finde es immer lustig, ne? Bis 23.09.2022 haltbar. Und ab 24. darfst du das nicht mehr verfüttern, ne? Geht gar nicht. Also Wolf of Wilderness ist meine Empfehlung. Kriegt man, glaube ich, bei Zoo Plus, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Aber wir haben es ja von Sassi in einem Päckchen gehabt. Aber das würde ich der Kira auf jeden Fall nachkaufen. Und wer es mal ausprobieren möchte, ran nach, ne? Leer gemacht haben wir Basmati-Reis, 1 Kilo. Das ist vom Netto und der hat uns sehr gut geschmeckt. Kaufe ich gerne wieder nach. Leer gemacht habe ich Silly... Andrea... Du hast die letzte auch schon wieder drüber tot gelacht, was ich dazu gesagt habe. Jetzt sage ich schon wieder Mist. Chili Sincane, meine Jitte. Ja, von Gefro habe ich leer gemacht. Als wir unseren Chili gemacht haben, als Mira und Ursok da waren. Ja, das ist richtig, richtig leer. Schmeckt extrem gut. Ich kann euch Gefro wirklich nur ans Herz legen. Ich kriege kein Geld oder sonst irgendwas, wenn ich euch das ans Herz lege, dann aus reiner Überzeugung. Ich werde mir das auf jeden Fall wieder nachholen, weil das wirklich mal ein schnelles Gericht ist und ein extrem leckeres und weil das in den Kalorien einfach extrem gut klar geht. Also 100 Milliliter, ja, haben nur 65 Kalorien. Das ist also... Ich bin absolut begeistert davon. Das hält den Blutzucker ein bisschen in Schach. Man hat da also nicht sofort Hunger nach und es ist, ja, was Gesundes, was Schnelles Gesundes. Also da kannst du wirklich nicht motzen. Kaufe ich mir nach, Gefro, feiere ich. Dann haben wir leer gemacht von Café Cappuccino Classic. Ganz lecker, kann man mal machen. Leer gemacht habe ich The Bubble Double von Yepoda. Hier ist die Pulle. Das ist ja der Reinigungsschaum, die Reinigung auf Wasserbasis ist leer. Leer gemacht habe ich von Yepoda The Midnight Magic.
Da habe ich nachher schon hier aufgeschraubt und immer damit halt die Reste versucht rauszukriegen. Ja, das ist auch extrem leer, da kriege ich nichts mehr raus, das wandert in den Müll. Dann hat die Kira leer gemacht, dein bestes Hundeleberwurst aus DM. Das liebt sie auch, Delikatessleberwurst. Das kriegt sie immer, wenn sie freiwillig zur Tür kommt, denn der Uwe hat immer noch das Problem, und wahrscheinlich wird das auch so bleiben, dass die Kira mit ihm einfach nicht rausgehen will. Während sie bei mir meistens fröhlich mit durch die Tür wackelt und gar keine Schwierigkeiten macht, ist das bei Uwe halt immer ein Kampf. Und da lockt er sie damit, und dann gibt es, wenn sie freiwillig kommt, halt immer ein bisschen Leberwurst als Belohnung. Leer gemacht haben wir von Nivea die Express Body Lotion, 48 Stunden schnell einziehende Feuchtigkeitspflege mit Tiefenpflegeserum für normale Haut. Auch das ist eine ganz große Liebe, ja, nicht nur vom Duft her, der richtig toll ist, sondern auch von der Pflegewirkung her. Also wenn ich die benutze, dann fühle ich mich rundum immer gut gepflegt und ja, habe keine Spannungsgefühle in der Haut und gar nichts. Hier steht ja drauf 3 in 1, 48 Stunden Pflege, Geschmeidigkeit und natürlich schöne Haut. Und was ich halt daran feiere, ist, dass sie auch echt schnell einzieht. Das ist mir nämlich wichtig, wenn ich aus der Dusche komme und in die Klamotten rein muss, dann möchte ich ja, schnell, dass meine Creme trocknet, und die Nivea macht das, ne? Da geht der rucki zucki und dann kannst du in die Klamotten springen. Ich habe wieder leer gemacht einen Rexona Shower Fresh. Ganz große Liebe. Für mich das einzig wahre Deodorant. Ich möchte kein anderes benutzen. Ja, dann hier ist der Karton vom Midnight Magic. Dann habe ich noch leer gemacht von Yipoda The Repair Hero das Serum mit Niacinamid und Probiotik. Auch ganz große Liebe, ist auch leer. Der Uwe hat leer gemacht Dontodent Intensiv Gebissreiniger. Auch das darf jetzt in den Müll wandern. Nicht umfallen, bitte. Dann habe ich leer gemacht von Skin Natur Aloe Vera Gel. Das war ganz gut, aber ich bin mit der Konsistenz nicht hingekommen. Es riecht so ein bisschen. Also es ist Naturkosmetik. Und das war flüssig, hier steht Gel drauf, und wenn da Gel drauf steht, dann erwarte ich keine flüssige Konsistenz. Und ich musste jetzt also zusehen, dass ich hier irgendwie mit den Fingern dieses Gel rausbekomme und das auf mein Gesicht verteilen zu können. Fand ich schwierig, hat mir nicht so richtig gefallen, aber von der Pflegewirkung her war das sehr gut. Das hat mir gefallen. Ebenso habe ich von derselben Firma Skin Natur das Retinolserum leer gemacht. Ja, da war ich mega begeistert. Hier sind auch Niacinamide drin und Aloe Vera. Und alles auf Naturkosmetik ausgelegt. Hier ist noch so ein kleiner Rest drin. Den könnte ich mir ja direkt heute Abend mal aufschmeißen, bevor ich den richtig entsorge. Ja, also hier, das ist empfehlenswert, absolut von Skin Natur. Könnt ihr ja mal gucken. Ich werde euch den Link zur Seite unten in die Infobox setzen, falls euch das interessiert. Dann habe ich leer gemacht von Gefro Gulasch mit feinwürziger Paprikasoße. Auch das war einfach super. Vegan mit Sojasoße, und auch hier ist auf 100 ml, hattet gerade mal 62 Kalorien. Was willst du mehr? Da hast du noch ein gesundes Essen, ein schmackhaftes Essen vor allen Dingen. Und schnell zubereitet. Ist alle Musik nachordern. Also das hole ich mir auf jeden Fall nach. Was ich mir auch immer wieder nachkaufe, ist die Colgate Total Zahnpasta. Ich liebe sie, ist meine liebste Zahnpasta. Da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Hier ist der Karton noch von dem Repair Hero.
Dann habe ich leer gemacht, oder sie ist gerade noch im Gebrauch, um es ganz genau zu sagen, die Wellness Soap. Dusch und Bade, Seife, Sanddorn und Orange. Die habe ich von meiner Freundin bekommen. Und ich feiere die. Die ist richtig, richtig toll. Andrea, wo hast du die her? Hm? Also die würde ich direkt nochmal benutzen oder kaufen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Link finde. Oder Andrea, schreibt es mir das in den Kommentaren. Oder in einem Brief. Ist ja wurscht. Die finde ich echt toll und die würde ich wirklich gerne nochmal holen. Also das war schon, ich würde mal sagen, so groß wie der Karton war das Seifenstück. Und inzwischen hat es die Größe etwas weniger als so eine normale neue Seife. Also die ist gut in Benutzung bei uns und riecht richtig gut. Dann habe ich leer gemacht von Yepoda, The Calm Balm. Hier ist das Tiegelchen drin. Genau. Moment. Der Deckel klebt fest. Da ist einfach gar nichts mehr drin. Und ach, dieser Duft. Ich liebe es einfach. Ihr wisst, ich feiere Yepoda und da wird sich auch wahrscheinlich nichts dran ändern. Ich finde die einfach mega. Leer gemacht habe ich von Pure und Basic frischer Meerestraum mit Meeresmineralien, einer Flüssigseife. Die hat auch echt extrem gut gerochen. Und sauber gemacht hat sie halt auch. Ach ja. Die riecht richtig gut. Also mir gefällt sie. Ich kann den Duft nicht beschreiben. Sie riecht so ein bisschen aquatisch, wenn das was sagt. Und es steht hier noch irgendwas drauf, was hier vielleicht drin ist. Nee, nichts Spezifisches. Ich kann nicht sagen, wonach die riecht. Ich weiß einfach nur, dass sie richtig, richtig cool riecht. Nee. Nö, kann ich euch leider nichts zu sagen. Einfach mal ausprobieren. Gibt's beim Roten Netto. Ich habe leer gemacht von L'Oréal Elvital Öl Magique Nährpflege Shampoo mit 6 kostbaren Blütenölen für trockenes Haar. Veredelnde Brillanz und fließende Seidigkeit. Naja, die fließende Seidigkeit braucht bei meinen kurzen Haaren ja nicht, aber Glanz in den Haaren möchte ich bei meinen kurzen Haaren auch haben und ich bin sehr begeistert davon. Also auch hier würde ich eine ganz, ganz dicke Empfehlung aussprechen. Ich hole es mir nach, beziehungsweise habe es mir schon nachgeholt und freue mich jedes Mal darüber, wenn ich es benutzen kann. Weil es riecht auch extrem gut. Jetzt nochmal dran schnuppern. Oh ja. Ach, es riecht einfach herrlich frisch und es riecht toll. Einfach mal dran riechen, wenn ihr im DM oder Rossmann seid. So, von Nivea Soft Teig leer gemacht. Das ist so ein kleines Döschen, so ein, was immer in diesen Krabbelschütten ist. Das ist leer. Und das habe ich immer an meinem Nachttischchen eigentlich zu stehen, wenn ich abends mich eincremen muss, weil irgendwas ist, weil ich vergessen habe, mir vielleicht den Hals einzucremen oder meine Arme trocken oder sonst was, also für eine Creme, die auf meinem Nachttisch steht und die halt jetzt leer gemacht. Dann habe ich leer gemacht von Nivea, pflegende Dusche Creme Soft, die war auch super. Ja, war in Ordnung, aber ich glaube, ich würde sie mir nicht nachkaufen. Der Duft ist wieder toll. Nivea-mäßig, aber nee, da habe ich andere Duschen irgendwie lieber. War aber in Ordnung. Also ich habe das ist jetzt Musern auf hohem Niveau. Ne? Dann habe ich leer gemacht von Skin Natur Cleansing Balm. Da hatte ich ja mal eine Kooperation, wo mir das zum Testen zugeschickt wurde. Und der war auch nicht schlecht. Der Duft ist aber eher... nicht so lecker. Und die Konsistenz ist gegenüber zu dem hier richtig fest, so wachsig. Ich würde das als wachsig beschreiben, ja. Wenn ich wählen müsste,
würde ich mir das wählen und das wäre zweite Wahl. War aber gut, ne? Hat genauso gut gereinigt wie das andere. Der Uwe sagt mir gerade, gibt mir gerade Zeichen, ja, mit Zeichen. So, dann habe ich leer gemacht von Simple Vital Vitamincreme. Die hatte ich im Päckchen, Geburtstagspäckchen, vom lieben Kleeblatt-Kanal, also von der Nadine. Die hatte mir das damit reingetan und das war das hier die Nachtcreme? Nachtcreme, ja, hier steht Night drauf. Ja, also das ist mein Fall, war nicht. Der Duft ist auch nicht so meins. Also es ist ganz wenig noch drin, aber ich mochte das nicht mehr benutzen jetzt. Aber größtenteils aufgebraucht, ja. Das aus Irland. Dann habe ich leer gemacht noch mehr Deos. Hier haben wir einmal Cotton Dry. Das ist noch das, was ich benutze, wenn es kein Shower Fresh gibt. Dann Shower Fresh. Genau, das ist mein liebstes Deo, ganz ehrlich. Und nochmal Shower Fresh. Also es muss schon Müll sein von den letzten 2-3 Monaten auf jeden Fall. Dann haben wir leer gemacht. Kaffeebohnen. Ich als Kaffeetante, ja. Von Moreno. Bei Aldi gibt es den. Der hat die Stärke 4 von 5. Hinten steht es drauf. Ja, und wir lieben diesen Kaffee. Der ist, für mich reicht der aus. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und wenn ich aus der Tüte wieder den Kaffeeduft rieche, kriege ich direkt Kaffeeduft. Von Lenore haben wir leer gemacht. Weichspüler mit Shea Butter. Den wollte ich mal ausprobieren. Hat ganz gut gerochen, aber ich fand, ja, das ist so, wenn, wisst ihr, wenn Lenore hat, ist ja immer so ein bisschen länger frisch im Schrank. Und wenn das ein bisschen länger jetzt im Schrank gelegen hat, dann hat das immer irgendwie so nicht mehr so frisch gerochen. Irgendwie so, ich kann es nicht beschreiben. Das war kein schöner Duft, der sich dann entwickelt hat. Und deshalb würde ich nicht mehr nachkaufen. Ansonsten so der erste Eindruck ist immer gut. Also hier war der echt sehr gut. Ich muss da wirklich nochmal dran schnuppern. Aber der zweite ist irgendwie faulig irgendwie. Naja. Also mein Duft ist es nicht. Wer das mag, wirklich ist alles in Ordnung, aber meins ist es halt nicht. So, dann halt noch eine Zahnpasta leer. Die zweite. So, was ziehen wir jetzt raus? Ja, ich war fleißig am Aufbrauchen, ihr seht's, ne? Und zwar die Tagescreme. Nein, stimmt gar nicht. The Mist Have ist das. Das ist ja dieser Feuchtigkeitskick, das Hyaluronspray von Yepoda und auch das liebe ich sehr, gerade in den wärmeren Tagen. Ich habe auch immer was in der Handtasche mit dabei, wenn es sehr heiß ist und damit kann man sich super erfrischen und ja, ist jetzt leer, muss auch wieder nachgekauft werden. Eine Nagelfeile, die sieht wirklich richtig durchgenudelt aus, die wird jetzt auch entsorgt. Die Kira hat noch eine Leberwurst-Tube leer gemacht. Hier habe ich euch schon gesagt, würde ich jederzeit wieder nachkaufen, weil der Kira das schmeckt. Dann habe ich jetzt mein Essence-Eyeshadow-Stylist-Set entsorgt. Also das hat lange Jahre gute Dienste getan und ihr seht es, es ist richtig aufgenudelt. Da ist ganz viel Hitzepen drin und es wurde Zeit, dass ich das einfach mal austausche. Dann habe ich leer gemacht Creamy Winter Dream Pflegedusche von Trackle Moon. Ach, und ich habe das geliebt. Das war so lecker. Ein sensationell toller Duft ist das. Wenn es den wieder gibt, da müsst ihr echt unbedingt mal dran riechen, denn
Den werde ich mir jetzt im Winter auf jeden Fall wieder in einer großen Flasche holen. Das war ja so eine Testflasche. Leer gemacht habe ich von Nivea Sun Schutz und Pflege Lichtschutzfaktor 30 Sonnencreme. Die war zum Testen, fand ich gut. Die riecht auch relativ gut. Aber die riecht richtig gut. Nicht nur relativ, sondern die riecht richtig gut. Hier ist nur so ein ganz kleiner Plop drin. Ja. Da habe ich mir dann auch eine große, aber mit 50 Lichtschutzfaktor geholt. Und die riecht tatsächlich direkt wieder anders. Ne? Dann habe ich leer gemacht von Shevens Overnight Boost Serum. Das war erstmal mega. Leute, das war so mega. Das ist ein Nacht-Power-Effekt. Regeneration und Faltenglättung wurde versprochen. Also, ob es mir meine Falten geglättet hat, kann ich nicht sagen. Also, ich finde schon auf jeden Fall die Trockenheitsfältchen und regeneriert war die Haut auch und ich habe es geliebt. Also, für mich ist das so ein kleines Zauberserum, Power-Serum gewesen. Kaufe ich mir wieder nach. War echt genial. Der Uwe hat leer gemacht von Baldessarani. Mein Gott, ist das ein Wort. Auf jeden Fall Duschgel. Das hatte er meiner Meinung nach im Douglas-Kalender gehabt. Und es riecht sehr herbmännlich. Also es riecht sehr gut, muss ich mal sagen. Ja, aber er hat gesagt, das will er sich nicht nachkaufen. Aber er war begeistert. Sonst. Dann eine kleine Probepackung bei Lea Fußcreme. Die lieben wir und die kaufen wir auch direkt wirklich immer wieder nach, weil die echt sehr, sehr gute Dienste leistet. Ne? Wenn du dir das nachts auf die Füße machst, ein paar Söckchen überziehst, hast du morgens babyweiche Füße. Es ist so genial, diese Urea Fußcreme von Balea. Wir lieben sie. So, jetzt noch was von Yipoda, die Tagescreme, so Make My Day Cream, ist jetzt auch alle. Ja. Also mehr rauskratzen geht nicht. Ich befürchte, ihr könntet gar nicht sehen. Auch hier, ne, Deckel ab, aufschrauben und der, naja, das Ding zum Pumpen, das steckt jetzt hier drin. Also, da ist nichts mehr drin. Ich liebe sie einfach. Ich liebe den Duft, ich liebe die Wirkung. Was das mit meiner Haut macht, ist der Oberhammer. Deshalb wird auch das nachgekauft. So, die Puder, The Make My Day Cream, auch alle. Dann habe ich alle gemacht. Von Biocura, Aqua Complete Hyaluron Gel. Das ist auch gut. Und da habe ich auch noch was im Vorrat und würde mir das auch auf jeden Fall wieder kaufen, wenn Aldi das im Angebot hat. Definitiv. Bloß ich weiß jetzt nicht, weil wir hatten ja Aldi Nord und Aldi Süd ist ja jetzt irgendwie zusammen fusioniert und wir hatten halt bei uns Aldi Nord Biocura. Wie das jetzt mit La Cura ist, weiß ich nicht. Aber hier, Biocura würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ich habe leer gemacht die Caviar Cream CC 10 in 1 Complete Leave-In Haarkur. Die ist leer. Und die war richtig gut. Ne? Die habe ich hier, also die fand ich einfach richtig gut. Zweimal habe ich die benutzt, habe mir da ordentlich was in die Haare geklatscht und es war einfach super. Leer gemacht habe ich von Shevens die Cherry Fruit Bomb. Auch hier große Empfehlung. Wer die mal ausprobieren möchte, wir fanden sie toll. Also hier ist der andere Teil. Vielleicht ist ja, es sind eigentlich drei Teile. Vielleicht finde ich den dritten Teil ja auch noch. Leer gemacht habe ich von Favora So Soft Sensitive feuchtes Toilettenpapier. Genau, das ist auch, jetzt kaufe ich auch immer wieder nach, auch wenn ich mit der die Aufstapelung oder Einwicklung, wie die Maschine eingestellt ist, um die Tücher zu entnehmen, überhaupt nicht zufrieden bin. Weil das oft, wenn das ein Tuch ist, ja, dann ist hier vorne, also das ganze andere Ende im anderen Tuch und du kriegst es nicht rausgezogen. Also ich weiß nicht, warum das bei uns so furchtbar ist, aber das regt mich jedes Mal auf. Naja, egal, aber letztendlich tut es, was es tun soll, ne? So, von Kaffee, Cappuccino Vanille ist leer.
Der war auch sehr lecker. Kann man mal machen. Kommt jetzt auch endlich in den Müll. Dann ist Lea von Trackle Moon Coconut Island Duschcreme. Da hat mir der Duft nicht so gut gefallen. Das würde ich mir jetzt nicht mehr in groß nachholen. Nee, das ist mir diese Kokosnuss, die hier drin ist, das riecht extrem künstlich. Das ist unangenehm, finde ich, wenn du das auf der Haut hast. Die Kira hat wieder eine Leberwurst leer gemacht und das sagt mir, dass das 3 Monate sind. Die macht also für jeden Monat braucht die eine so eine Tube. Genau. Was haben wir denn hier noch? Nochmal. The Repair Hero hat offensichtlich zweimal schon leer gemacht. Ja, ich liebe das Zeug. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach der Hammer. Ist leer. Brauche ich neu. Weg damit. Dann habe ich leer gemacht. Boah, eine ganz große Liebe. Von Mixer. Shea Ultra Soft Hand- und Nagelcreme. 23% pflanzliches Glycerin. Mit sofortige Beruhigung rauer Haut und wirkt 48 Stunden intensiv. Leute, und das ist wirklich so wahr. Diese Creme hilft nicht nur bei ganz rauen Händen. Sie riecht auch absolut angenehm frisch. Ich würde fast floral sagen, ja. Es riecht einfach toll. Also, wenn du das auf den Händen hast. Sofortwirkung, absolut ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung. Wer auch so unter rauen Händen leidet oder trockenen Nagelhaut, probiert die mal aus. Vielleicht wirkt das bei euch ja genauso gut, wie das bei mir der Fall ist und bei Uwe auch. Uwe ist da auch extrem begeistert. Und ja, dicke Empfehlung. Also, ich habe jetzt hier nur noch ein paar Masken, die ich euch zeige. Ansonsten ist das hier alles leer. Und dann fangen wir mal an. So, das ist jetzt keine Maske, das ist was für die Kira. Und zwar Rosie's Farm Mini Steak Bites mit Hühnchen. Hat sie geliebt. Das hat die mir so aus der Hand gerissen, ja. Also die Teile hat sie echt geliebt. Dann habe ich leer gemacht von Blistex Classic Lip Protector. Wie meint denn das? Kann man das sehen? Ich hoffe. Ja, da ist nichts mehr drin. Also ist wirklich gut aufgebraucht. Habe ich auch immer am Nachttisch bei mir und abends, bevor ich mich rein ins Bett lege, pinsel ich mir nochmal die Lippen damit ein, damit ich gut über die Nacht komme. So. Dann habe ich eine Fußmaske leer gemacht von Barfuß. Die war auch richtig gut, kommt aber einfach nicht an die Balea Fußcreme ran. Der Duft war auch in Ordnung. Ja, Fußcreme halt, ne? War sehr gut, würde ich mir auf jeden Fall wieder nachholen. Dann habe ich von Shames die Aloe Vera Tuchmaske leer gemacht. Mit Regenerationsbooster, fördert die Zellerneuerung, spendet intensive Feuchtigkeit und ich bin so extrem begeistert gewesen von dieser Tuchmaske, weil die wirklich sehr viel Feuchtigkeit gespendet hat, dass ich die auf jeden Fall empfehle und nachkaufen werde. Der Uwe hatte die Balea Aquatuchmaske und der war auch begeistert. Und ihr wisst es ist für mich auch ein All-Time-Favorite. Die habe ich irgendwie immer zu Hause und ich bin da begeistert und kaufe sie mir immer nach. Und dann hat die Kira nochmal was leer gemacht: Kaninchenfleisch getrocknet und das ist so lange her. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Also, ich glaube, das mochte sie nicht so. Ich meine, dass das war, was sie nicht so mochte. Ihr Lieben, wir sind durch. Das war mein ganzes Aufgebrauch von mindestens 2 bis 3 Monaten. Jetzt heißt das wieder, endlich ist der Müll entsorgt und ich kann wieder neu sammeln. Wir verbrauchen scheinbar nicht ganz so viel, dass ich euch jetzt jeden Monat da was zeigen könnte, aber ich denke, das ist auch in Ordnung, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, meine Lieben. So, und da ich jetzt hier durch bin, werde ich das gleich einräumen, aber vorher, meine Lieben. Sage ich das, was ich immer sage. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Dicken Knutsch. Tschüssi.